ich rufe jetzt auf das, was ich eben eigentlich schon beendet hatte, den Tagesordnungspunkt 8. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 2042-04. Erste Lesung. Ich darf zur Einbringung erteilen das Wort dem Kollegen Michael Reul, Fraktion der CDU. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Präsident, ein bisschen Arbeit haben wir noch, bevor wir zu den weiteren Punkten kommen. Aber, liebe Freunde, zum Thema. Die COVID-19-Pandemie hat aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen zu drastischen Rückgängen bei den Steuereinnahmen von Land und Kommunen geführt. Die Landesregierung arbeitet kontinuierlich daran, die Kommunalfinanzen krisenfest aufzustellen, um auf diese Weise die Handlungsfähigkeit der hessischen Kommunen zu erhalten. Während von der Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen vor allem die relativ steuerstarken Kommunen profitiert haben, sind die steuerschwachen Kommunen über die bereits getroffenen Maßnahmen hinaus auf Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen. Da die Steuereinnahmen aufgrund der Konzeption des kommunalen Finanzausgleichs unmittelbar die Höhe der Finanzausgleichsmasse beeinflussen, würde sich diese in den kommenden Jahren bei unveränderter Rechtslage sehr deutlich verringern. Dabei war für die Kommunalen Spitzenverbände die Stabilisierung der Kommunalfinanzen im Sinne einer mittelfristigen Planungssicherheit von oberster Priorität. Die Ergebnisse wurden in einer gemeinsamen Übereinkunft mit der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden am 6. November dieses Jahres festgeschrieben. Mit dem hier heute vorliegenden Gesetzentwurf, den ich einbringe für die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und die CDU, soll die getroffene Vereinbarung umgesetzt werden. Ziel ist es, mit einem stabilen kommunalen Finanzausgleich sowohl für das Land als auch für die Kommunen Planungssicherheit zu gewährleisten, damit diese ihre künftigen Haushalte solide und zukunftsfest aufstellen können. Dank der Errichtung des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern ist es möglich, diese Maßnahmen auch überjährig zu finanzieren. Mit den vorgesehenen Regelungen soll insbesondere die Finanzausgleichsmasse in den kommenden Jahren 2021 bis 2024 nicht nur auf dem aktuellen hohen Niveau gehalten werden, sondern sogar noch weiter anwachsen. Damit wird dem ausgesprochenen Ziel der Kommunalen Spitzenverbände Rechnung getragen, Planungssicherheit für die Kommunen zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass die Mechanismen zum vertikalen Finanzausgleich temporär abweichend geregelt bzw. ausgesetzt werden. Daneben sind aber auch die Anpassungen erforderlich, die dazu beitragen, dass durch die Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs im Wege von Festbeträgen auch die Grundsatzentscheidungen des Staatsgerichtshofes zum KFA zur aufgabengerechten Finanzausstattung der Kommunen weiterhin gewährt werden. Zudem soll die vom Staatsgerichtshof ausgeurteilte Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht normiert werden. Neben dem Primärziel der Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs haben sich die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände in der gemeinsamen Übereinkunft auf weitere Maßnahmen zur Verwendung der Mittel verständigt und darüber hinaus das Volumen durch weitere Maßnahmen auf über 3 Milliarden Euro aufgestockt. Auf diese Weise soll unter anderem die Investitionstätigkeit der Kommunen in wichtigen Aufgabenbereichen wie der Krankenversorgung, den Straßen, den Kindergärten und auch den Schulen gestärkt werden. Die ergriffenen Stabilisierungsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2024 befristet und treten mit Ablauf dieses Datums wieder außer Kraft. Der Wiedereinstieg in den jetzigen KFA wird dann im Jahre 2025 je nach Bedarf und Ausgestaltung dann mit weiteren gesetzlichen Anpassungen versehen sein. Der Titel Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes ist sicherlich etwas unspektakulär und sperrig. Dennoch verbirgt sich dahinter etwas ganz Wichtiges. Es geht hier um das Herzstück des Kommunalpaktes, die bedeutendste Unterstützungsmaßnahme für die Kommunen in der Pandemie. Es geht um 1,4 Milliarden Euro für die Stabilisierung des KFA und um die Sicherung der Planbarkeit und Verstetigung der Kommunalfinanzen in den nächsten Jahren. Ganz konkret geht es auch darum, dass die Kommunen auch in den nächsten Jahren den Bürgerinnen und Bürgern
viele wichtige Leistungen in der täglichen Daseinsvorsorge, aber auch in den Freizeiteinrichtungen zur Verfügung stellen können. Zusätzlich hat das Land Hessen im gesamten Jahr mit verschiedensten Maßnahmen dafür gesorgt, dass die Auswirkungen der Pandemie gedämpft und die Kommunen mit ausreichend Liquidität ausgestattet werden. Hier einige Beispiele. Die vorzeitige Auszahlung der Schlüsselzuweisung von Juni und Juli schon im Monat Mai. Die Vorabauszahlung der Landesmittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 1 und 2. Die Abwicklung des Kommunalen Schutzschirmes. Erleichterung bei den Beiträgen zur Hessenkasse. Und gemeinsam mit dem Bund die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle im Rahmen des Sondervermögens. Das Hessische Finanzministerium und die Kommunalen Spitzenverbände sind mit dem Beginn der Pandemie in einem dauerhaften Austausch miteinander. Hier zeigt sich der Gedanke, dass die Auswirkungen nur gemeinsam bewältigt werden können. Und die Kommunen nehmen hierbei eine ganz wichtige Rolle ein. Sie sind direkt am Bürger, bekommen direkt die Stimmung vor Ort zu spüren und tragen als Träger von Kindergärten, als Schulträger, aber auch im Rahmen der angebotenen Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder, Museen, Bibliotheken und Theater immense Verantwortung. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen unumgänglich. Und im Rahmen der Verhandlungen und der vielen Gespräche wurde nach Lösungen gemeinsam gesucht, den Kommunen die finanzielle Handlungsfähigkeit auch weiterhin zu garantieren und auch über das einzelne Haushaltsjahr hinaus. Da zeigt sich klar, dass nur durch das Sondervermögen der notwendige Spielraum geschaffen wurde, um überjährig eine Vereinbarung zu treffen. Dabei nimmt der zentrale Punkt, der kommunale Finanzausgleich, eine Rolle ein, die ganz wichtig ist für die Zukunft der Kommunen, für die Verstetigung der Einnahmen. Denn wenn man sich die mittelfristige Finanzplanung anschaut, erkennt man das enorme Defizit im Vergleich zu den bisherigen Planungen. Vor allem im Jahr 2022 hätte es aufgrund der Spitzabrechnung große Ausfälle im kommunalen Finanzausgleich gegeben. Dort sind mittlerweile 622 Millionen, wo die Hälfte durch das Sondervermögen und die andere Hälfte durch den Haushalt ausgeglichen werden. Dies trägt zur Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleiches dazu bei. Die Zahlen können Sie dem Gesetzentwurf entnehmen. Es wären enorme Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte gewesen. Vielleicht wären auch gravierende Einschnitte oder Steuererhöhungen unumgänglich gewesen. Im Sondervermögen sind aber ursprünglich 2,5 Milliarden für die Kommunen vorgesehen, und zwar für die Jahre 2020 bis 2023, also überjährig und stetig, transparent und auch planbar. Und dies hat bei der Anhörung, das wissen Sie, zu einem sehr großen Lob der kommunalen Spitzenverbände gehört. So kann beispielsweise durch diese Neuregelung das Jahr 2022 abgesichert werden und der kommunale Finanzausgleich stabilisiert werden. Es gibt eine Planungssicherheit für die Kommunen bis zum Ende des Jahres 2023. Der KFA steigt in der mittelfristigen Finanzplanung bis auf 6,5 Milliarden an. Lassen Sie mich zum Ende kommen, abschließend. Das Gesetz hat es also durchaus in sich. Es ebnet den Weg zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in den nächsten Jahren. Es sichert die Erfolge aus der Hessenkasse und dem Schutzschirm wirksam ab. Es ist damit der wesentliche Baustein für die Finanzierung der Kommunen bis in das Jahr 2023. Die Spitzenverbände jedenfalls haben uns für die Vereinbarung und die Stabilisierung sehr gelobt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Nächster Redner ist der Abg. Bernd Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Aufgrund der Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden werden nun wohl insgesamt 3,1 Milliarden Euro vom Land an die Kommunen gehen. Die Zuweisungen gliedern sich wie folgt. 2,5 Milliarden Euro sind den sogenannten Maßnahmen
zur Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen zuzurechnen, weitere 250 Millionen Euro der Stärkung des ÖPNVs und aus dem Kernhaushalt kommen noch einmal 311 Millionen. Solche Transfers von der Landes- auf die kommunale Ebene untergraben langfristig die finanzielle Eigenständigkeit der Kommunen. Es werden Abhängigkeiten geschaffen, die so schnell, und das werden Sie sehen, nicht mehr überwunden werden können. Wie Sie wissen, würde die AfD anstelle des Transfers und Reparaturkarussells lieber Anteile der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern erhöhen und somit die kommunale Fiskalautonomie stärken. Bereits im September wurde vereinbart, aus den 2,5 Milliarden Euro für die Kommunen zunächst den Landesanteil an der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle zu leisten. Allgemein ist zu sagen, dass von den Steuern viel zu wenig dort ankommt, wo sie erhoben und erwirtschaftet werden. Die Kommunen hängen im jetzigen System am Tropf des Landes. Kompensationszahlungen sind deshalb in der jetzigen Situation richtig, wenngleich es dafür nicht eines Sondervermögens bedarf, wie wir schon des Öfteren gesagt haben. Ländliche Gemeinden sind in der Regel nicht so gewerbesteuerstark wie Gemeinden in den urbanen Regionen. Hier hat die Einkommensteuer oftmals anteilig ein größeres Gewicht. Folglich bedarf es jetzt auch der Kompensation von Ausfällen der Einkommensteuer, bestenfalls mittels einem gesonderten Instruments mit Einmalcharakter. Nun zum kommunalen Finanzausgleich. Da die Steuereinnahmen des Landes die Finanzausgleichsmasse direkt beeinflussen, führt ein Einbruch der Steuereinnahmen des Landes ebenfalls zu einer Verringerung der KFA-Mittel. Grundsätzlich ist dies ein gutes System, da es sich automatisch stabilisiert bzw. dafür sorgt, dass nur verteilt wird, was auch wirklich da ist. In Fortschreibung der guten konjunkturellen Entwicklung der Vorjahre wurde unterstellt, dass die Finanzausgleichsmasse des KFA von heute knapp 6 Milliarden Euro auf 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 anwachsen würde. Durch die verordneten wirtschaftlichen Beschränkungen, denken Sie nur an den Lockdown, sinkt jedoch nun das Steueraufkommen und folglich auch das Volumen der zu erwarteten Finanzausgleichsmasse. Da im KFA für das Jahr 2020 noch ein höheres Steueraufkommen zugrunde gelegt wurde, als sich nun abzeichnet, würden sich die Mittelzuweisungen an die Kommunen im Jahr 2022 entsprechend reduzieren. Mit dem Sondervermögen im Rücken sieht sich die Landesregierung nun berufen, den kommunalen Finanzausgleich zu stützen. Sie möchte die Finanzausgleichsmasse des KFA aber nicht auf dem aktuellen Volumen von 6 Milliarden Euro stabilisieren, sondern diese bis 2024 auf ca. 6,5 Milliarden Euro erhöhen. Richtig ist, dass die Kommunen auf diese Weise Planungssicherheit gewinnen. Die Landesregierung entkoppelt damit aber den KFA von der tatsächlichen Einnahmeentwicklung. Es ist das gleiche Schema, das auch für den Haushalt gewählt wurde. Es wird an rosige Steuerentwicklungsprognosen angeknüpft und weitergemacht wie zuvor. Selbst wenn sich die Rahmenbedingungen massiv ändern, man könnte das unseriös nennen, solide ist es nun mal auf gar keinen Fall. Als kommunaler Vertreter ist es natürlich schwer, sich der vermeintlichen Logik von Floskeln wie "Wir dürfen der Krise nicht hinterhersparen" zu verwehren. Auch für uns ist es nicht leicht, wissen wir doch, dass die vollen und weit offenen Taschen des Finanzministers Begehrlichkeiten wecken, denen selbst mit den besten Argumenten nicht beizukommen ist. Wer will schon Zuweisungen ausschlagen und dann dafür verantwortlich sein, dass die lokale Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten werden kann? Dass die kommunalen Spitzenverbände die Planbarkeit der kommunalen Haushalte als oberste Priorität eingestuft haben, ist aus der Perspektive der Kommunen, die ohnehin von Bund und Land mit Aufgaben überfrachtet werden, nur allzu verständlich. Jedoch müssen auch die kommunalen Haushalte irgendwann an die aktuelle Finanzlage angepasst werden.
Eine stete Steigerung der Finanzausgleichsmasse schafft für das Land auf Dauer untragbare Belastungen. Mit dieser Regelung leistet die Landesregierung eine Erwartungshaltung Vorschub, der das Land nach dem Sondervermögen einfach nicht mehr gerecht werden kann. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die Konsequenzen vorzustellen. Die Kämmerer werden sich mehr als je zuvor darauf verlassen, dass das Land im Notfall einspringen wird. Die Haushalte werden voraussichtlich nicht an die dauerhaft niedrigen Einnahmebasis angepasst werden. Später werden dann neue Reparatur- und Entschuldungsprogramme notwendig sein. Wenn die Landesregierung heute auf die Spitzenabrechnung verzichtet, wird sie nicht darum herumkommen, dies auch in Zukunft zu tun. Die Festschreibung des Wachstums der Finanzausgleichsmasse bis zum Jahr 2024 erhöht die Fallhöhe im Jahr 2025 und verhindert, dass die Kommunen ihre Haushalte frühzeitig an die neuen Gegebenheiten anpassen. Eine Befristung dieses Systems auf den Zeitraum bis zum Jahr 2024 wird kaum durchzuhalten sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Vohl. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Weiß zu Wort gemeldet. Das mache ich sogar. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Einigung der Kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung im Herbst war der wichtigste Punkt für die Kommunen die Verstetigung des KFA. Und diese Verstetigung des KFA, die da erreicht wurde, die wird jetzt hier in Gesetzesform gegossen. Das ist das, worum es geht. Das Hauptziel der Kommunen war die Verstetigung, weil sie wissen, dass die Spitzabrechnung, die 2022 nach der bisherigen Gesetzeslage erfolgt, dazu führt, dass der KFA enorm einbricht und die Kommunen dann 2022 ein enormes Problem haben. Dieses Problem liegt in der Systematik des KFA. Das FAG ist ein Landesgesetz, und deswegen war das Land hier auch in der Pflicht, dementsprechend etwas zu tun. Und deswegen ist auch folgerichtig jetzt die Pflicht der Landesregierung bzw. ist ja ein Fraktionsgesetz, hier dieses Gesetz vorzulegen. Das Land war auch deswegen in der Pflicht, weil die Haushaltsvorschriften, die das Land anwendet, für die Kommunen nicht gelten. Die Kommunen können eben nicht sich einen schuldenfinanzierten Schattenhaushalt bauen, sondern sie müssen dann halt dementsprechend Gebühren erhöhen, Leistungen einschränken, und das wollen wir dementsprechend nicht. Deswegen ist die Verstetigung des KFA natürlich richtig. Und eine Verpflichtung des Landes, so zu handeln, ergibt sich auch aus dem Alsfeld-Urteil, wo die Landesregierung zu einer angemessenen Finanzausstattung für die Kommunen verpflichtet wurde. Das ist also auch keine freiwillige Leistung, wenn es darum geht, jetzt den KFA hier zu verstetigen, sondern schlicht und einfach Verfassungsvorgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also das wird jetzt in ein Gesetz gegossen, und darüber hinaus werden noch einmal alle anderen Punkte in das Gesetz mit reingeschrieben, die Teil und Ergebnis der Verhandlungen mit den Kommunen waren. Herr Michael Reul hat sie eben alle vorgelesen, nur eigentlich gehören die gar nicht zum Gesetz. Also die könnte man auch eigentlich locker alle weglassen, dann wäre das Gesetz 4 Seiten kürzer. Ich weiß nicht so genau, was es soll, aber ein bisschen Selbstbeweihräucherung mit dem Gesetz zu tun hat es jedenfalls nichts. Es gibt außer dieser KFA-Stabilisierung nur noch zwei materielle Punkte, die neu sind, die jetzt neu dazugekommen sind beim FAG. Und beides, jetzt komme ich gerade darauf zurück, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Beides sind gute Punkte, Herr Minister Boddenberg. Es ist schon nach 22 Uhr, da kriegen es ja nicht mehr so viele mit, wenn man mal was Gutes sagt über ein schwarz-grünes Gesetz. Aber die beiden Punkte sind in der Tat gute Punkte. Erstens wird die Evaluation des KFA bis 2024 verlängert. Ist jetzt hier gesetzlich festgeschrieben. Das ist insoweit gut, weil eigentlich sollte die Evaluation im nächsten Jahr schon laufen. Aber es macht natürlich Sinn, angesichts der Situation, die wir jetzt haben, und angesichts des Sondervermögens und angesichts
dieser jetzt neu gesetzlichen Stabilisierung des KFA diese Evaluierung auch bis 2024 zu strecken. Das können wir nachvollziehen. Wir erwarten allerdings dann auch, und ich denke, dass das kein großes Problem sein sollte, dass dann, wenn die Evaluierung des KFA verlängert wird, dass es dann auch dementsprechend immer regelmäßige Berichte gibt im Haushaltsausschuss aus der Arbeitsgruppe zur Evaluierung des KFA, wie da jeweils Stand der Sache ist. Also das würden wir dann dementsprechend auch erwarten. Dann macht aus unserer Sicht eine Verlängerung der Evaluierung Sinn. Und der zweite neue materielle Punkt hier im FAG ist die nunmehr gesetzlich normierte Beobachtungspflicht. Der Kollege Reul hat das so ein bisschen en passant in seiner Rede eingeflossen, aber das ist schon nicht ganz unerheblich, denn auch das ist eine Pflicht, eine Vorgabe aus dem Urteil des Staatsgerichtshofs, aus dem Alsfeld-Urteil, dass nämlich die Landesregierung die Entwicklung des KFA und die Entwicklung der Kommunalfinanzen permanent beobachten muss und das ist auch neu dabei, einen jährlichen Gemeindefinanzbericht als Ausfluss dieser Dokumentation erstellen muss. Finden wir gut. Finden wir gut, dass das jetzt diese Vorgabe des Alsfeld-Urteils hier dementsprechend gesetzlich normiert ist und dass das jetzt im Gesetz steht. Ich weiß allerdings noch nicht, ob die schwarz-grüne Landesregierung sich damit tatsächlich einen Gefallen getan hat, das jetzt ins Gesetz zu schreiben. Wir freuen uns jedenfalls darauf, dass wir jetzt jedes Jahr schwarz auf weiß bekommen, wie es den hessischen Kommunen unter Schwarz-Grün geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Weiß. Für die FDP hat sich Herr Hahn zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich die Einbringungsrede des Kollegen Reul gehört habe, dachte ich mir, der wird uns doch jetzt nicht erzählen, dass das was Neues ist. Aber mit dem Werbe, mit dem das vorgetragen hat, hat vielleicht der ein oder andere Kollege die Meinung, das wäre gerade etwas Neues. Nein, darüber haben wir schon zweimal hier in diesem Hause diskutiert, weil jedes Mal sich die Regierungsfraktionen und auch der zuständige Minister, Michael Boddenberg, loben wollten, dass sie doch mit den Kommunen eine solche Vereinbarung abgeschlossen haben. Also es ist überhaupt nichts Neues. Das ist vollkommen richtig. Es ist das Umsetzen des Beschlusses vom 6. November 2020. Und das ist auch okay so. Ich habe ja gar nichts dagegen. Die FDP hat ja gar nichts dagegen, dass das ist. Nur jetzt so ist es aufzublasen und zu tun und aufzubocken, dass das jetzt auf einmal eine neue Idee ist, um den Kommunen zu helfen, das stimmt nicht. Punkt 2. Das Gesetz macht nicht das, lieber Kollege Reul, was Sie gesagt haben. Es gibt keine zusätzliche Förderung für zum Beispiel Kitabau. Es gibt keine zusätzliche Förderung zum Beispiel beim ÖPNV. Es gibt keine zusätzliche Förderung bei der Frage Krankenhausfinanzierung. Und es gibt keine zusätzliche Förderung für Digitalisierungsprojekte der Kommunen. Nein, es ist das Abarbeiten der Einnahmeverluste bzw. der Ausgabenerhöhungen der hessischen Kommunen im Rahmen der Pandemie. Und das ist auch richtig so, dass das gemacht wird, damit Sie mich nicht falsch verstehen, damit Sie die Freien Demokraten nicht falsch verstehen. Ich muss dem Kollegen der AfD zurufen, man sollte bitte zur Kenntnis nehmen, dass die Kommunen Teil des Landes Hessen sind. Ich habe das Gefühl, Sie haben so ein bisschen so eine Föderalismus-Idee in sich drin, dass wir drei Ebenen des Staates in Deutschland hätten. Nein, haben wir nicht. Wir haben die Länder, und dann haben die Länder sich irgendwann zusammengetan und haben den Bund gegründet. Und das war's. Und die Kommunen sind Teil des Landes, der Länder. Und deshalb ist auch das Land Hessen in diesem Fall, verpflichtet, die Einnahmeausfälle bzw. die zusätzlichen Kosten der Pandemie auch zu ersetzen. Das hat auch nichts mit generös zu tun, so wie ich das Gefühl habe, dass man sich hier verkaufen will, dass man jetzt mit der Brieftasche herumgeht. Abgesehen davon will ich jetzt nicht in weitere Polemik verfallen, aber das ist ja alles kein eigenes Geld. Es ist noch nicht mal Geld aus irgendwelchen Rücklagen, sondern es ist gepumptes Geld. Das kommt dann noch erschwerend dazu. Wir sind dafür, dass das Land Hessen seinen Verpflichtungen nachkommt. Und
wenn die Kommunen, das habe ich hier schon in der Aktuellen Stunde, die Sie durchgeführt haben, für die Fraktion der Freien Demokraten gesagt, wenn die Kommunen damit einverstanden sind, wenn sie alle drei von den Kommunalen Spitzenverbänden dagegen gezeichnet haben, wer sind wir denn als FDP-Fraktion, wenn wir dann sagen würden, das ist schlecht? Nur wir sind schon sehr selbstbewusst und sagen, jetzt geht man in die Puschen und macht in den vier Fällen, die ich eben aufgezählt habe, auch mal etwas Kommunalfreundliches. Etwas Kommunalfreundliches. Wir hatten ja in der Aktuellen Stunde, nein, in der Fragestunde, Entschuldigung, am Dienstagmittag das Thema Investitionsförderung im Kita-Bereich. Jetzt können Sie sagen, Hahn, weil du Sozialdezernent bist, ist das dein Lieblingsthema geworden? Nein, ist es nicht. Aber ich kann Ihnen nun einmal sagen, dass da die Kommunen sich sehr alleine gelassen fühlen. Übrigens auch vom Bund schon, weil der Bund schon viel mehr zugesagt hat, als er dann gegeben hat. Aber dass dann für Hessen, ich glaube, 79 oder 81 Millionen übrig geblieben sind, so in der Größenordnung jedenfalls, ist natürlich schon eine sehr traurige Veranstaltung. Ja, das. Also, Freunde, regt euch doch ab. Also, dass der Bund dafür eigentlich nicht so zuständig ist, weiß ich, aber der Bund meint ja, er hat eine Allzuständigkeit. Da können wir übrigens das Geld in den Finanzströmen, da können wir das Thema mit den Finanzströmen mal diskutieren. Ich kann mich daran erinnern, in der Föderalismuskommission I, damals war der Bundesfinanzminister, unser ehemaliger Ministerpräsident Hans Eichel, der dann sagte, dann sollen doch die Aufgaben auf die Länder heruntergehen, wie ja insbesondere Roland Koch und andere es geschafft haben. Ich durfte da auch ein bisschen mitarbeiten. Und dann auf meine Frage oder auf meine Aussage, da muss das Geld ja dann auch zu den Kommunen folgen. Da meinte dann Hans Eichel, ich wäre da irgendwie ein bisschen falsch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder zurück zu dem Thema. Es ist natürlich eine Aufgabe des Landes, der Kita-Finanzierung vorzunehmen. Schau doch mal bitte ins Alsfeld-Urteil herein. Wie sollen das denn die Kommunen ansonsten machen? Und es ist natürlich eine Aufgabe, ÖPNV mitzufinanzieren. Das sagt auch Alsfeld. Wenn es ein Bedarf ist, muss dieser Bedarf gedeckt werden. Und ist Krankenhausfinanzierung, habe ich schon gesagt, und die zusätzliche Digitalisierung auch. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen nicht den guten Willen, den die hessischen Kommunen mit dem Vertragsabschluss vom 6. November 2020 vorgelegt hat, damit die nicht enttäuscht werden. Und deshalb gucken wir bei den vier Fachthemen sehr darauf, ob jetzt auch nach dem Sonntagsreden, die wir eben gehört haben vom Kollegen Reul, jetzt die Montagsarbeit beginnt. Unterstützung von Kita-Bau, ÖPNV, Krankenhausfinanzierung, Digitalisierung. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Dr. Hartz-Jahn. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Martin gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute beraten wir das Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes. Kollege Reul hat darauf hingewiesen, in der Tat ein eher sperriger Titel. Was dahinter steckt, ist aber doch sehr konkret. Es sind eben Unterstützung unserer Krankenhäuser, Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten, in den öffentlichen Nahverkehr, in die Digitalisierung und vieles, vieles mehr. Hinter diesem Titel steht ein 3 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für unsere hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise. Das ist genau die historische Antwort auf diese historische Krise, meine Damen und Herren. Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen haben zu drastischen Steuereinnahmenrückgängen auf allen staatlichen Ebenen geführt. Mit dem Corona-Kommunalpaketgesetz haben wir deshalb bereits die Laufzeit der kommunalen Investitionsprogramme verlängert, Landesmittel vorzeitig ausgezahlt, alle Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen, die Konsolidierungsverträge ausgesetzt sowie eine Ratenpause bei der Hessenkasse umgesetzt. Und wir haben mit dem Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen 661 Millionen Euro zur Unterstützung unserer Kommunen bereitgestellt. Der Bund hat sich in ähnlich großem Umfang daran beteiligt. Und es sind schon zwei ganz konkrete Maßnahmen aus der Übereinkunft mit den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land, die umgesetzt wurden. Heute wollen wir die dritte Umsetzung auf den Weg bringen und dabei den kommunalen Finanzausgleich in den Blick nehmen. Denn trotz der gegenwärtigen Situation
die für alle staatlichen Ebenen finanziell besonders schwierig ist. Trotz dessen stabilisieren wir den KFA nicht nur, wir stocken ihn sogar deutlich auf. Herr Dr. Naas, über Ihre Applausanregungen freue ich mich ganz besonders an der Stelle. Besonders gravierend wäre dieser Einbruch von Steuereinnahmen bei der Entwicklung des KFA im Jahr 2022, in dem nämlich die Spitzabrechnung fällig würde. Diese Entwicklung fangen wir nicht nur auf, wir erhöhen sogar die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs von fast 1,4 Milliarden Euro, die in den nächsten 3 Jahren zusätzlich in den KFA fließen. Und ja, während von der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle vor allem steuerstarke Kommunen profitiert haben, profitieren von dieser Maßnahme alle hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise. Und Herr Vohl, ich habe es in diesem Haus noch nicht erlebt, dass eine Oppositionsfraktion es falsch findet, dass wir den Kommunen mehr Geld geben. Das ist auch etwas ganz besonders Neues. Das finde ich auch ganz besonders spannend. Sie haben davon gesprochen, die Kommunen sollten frühzeitig ihre Haushalte anpassen, was so viel heißt, wie sie sollen Kürzungen vornehmen. Sie sollen im Sozialbereich kürzen, sie sollen Kitas zumachen, Schulen zumachen. So etwas stellen Sie sich da anscheinend vor. Das wollen wir nicht. Das, was wir hier machen, das ist ein echter Kraftakt. Damit schaffen wir die Sicherheit und Verlässlichkeit, die unsere Kommunen brauchen. Und dass unsere Kommunen auch zufrieden sind mit dem vorliegenden Paket, das zeigt doch deutlich, dass es sich um einen gemeinsamen Verhandlungserfolg handelt zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Mit diesem Gesetz setzen wir eine weitere wichtige Maßnahme der Übereinkunft vom 6. November um. Und auch die Anhörung im Haushaltsausschuss war erstaunlich harmonisch, denn dieses Paket ist für alle Beteiligten eine wirklich faire Lösung. Was heute unter dem Titel Finanzausgleichsgesetz so abstrakt klingt, wird vor Ort dann sehr konkret. Nämlich dann, wenn Landkreise trotz Corona in unsere Schulen investieren können, wenn Gemeinden eben nicht gezwungen sind, ihre Steuern zu erhöhen und wenn Städte in der Lage sind, neue Kinderbetreuungsplätze zu schaffen. Ich freue mich als Abgeordneter dieses Hauses darüber, dass solche Investitionen in den nächsten Jahren eben nicht ausbleiben. Ich freue mich auch als Kommunaler, als Kreistagsabgeordneter im Werra-Meißner-Kreis und viele von uns sind ja kommunal unterwegs, dass wir weiterhin handlungsfähig bleiben. Und ich freue mich als Bürger dieses Landes, dass Hessen der Krise eben nicht hinterher spart. Hessen investiert beherzt in die Zukunft. Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen habe ich oft über den Begriff der Generationengerechtigkeit nachgedacht. Diese Gedanken wurden dadurch ausgelöst, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die meinen, sie könnten für die Jugend sprechen. Zum einen gibt es die Jugend nicht. Was es gibt, das sind viele junge Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Interessen und Positionen. Zum anderen kann niemand von uns für eine gesamte Generation sprechen. Das kann ich nicht mit meinen 25 Jahren, das kann Kollege Weiß mit seinen 45 Jahren nicht und Herr Vohl mit seinen 70 Jahren kann das erst recht nicht. Ich kann nur für mich sprechen, für einen jungen Menschen oder halbwegs jungen Menschen in diesem Land. Und Fakt ist, es braucht Maßnahmen, um die hessische Wirtschaft zu unterstützen, auch um Arbeits- und Ausbildungsplätze und damit berufliche Perspektiven für junge Menschen zu sichern. Und Fakt ist, die Wirtschaft kann unterstützt werden, indem ausfallende Einnahmen kompensiert werden. Das passiert. Und sie kann unterstützt werden durch Konjunkturförderung, die Unternehmen vor Ort Aufträge und damit Einnahmen bringt. Auch das passiert. Und wenn wir schon milliardenschwere Hilfen ausschütten, dann muss mit diesem Geld in die Zukunft investiert werden. In Klimaschutz, in ÖPNV, in die ökologische Transformation der Wirtschaft, in Umwelt- und Naturschutz. Und genau das passiert, meine Damen und Herren. Und ja, es wird vor allem meine Generation sein, die die Schulden, die wir heute aufnehmen, abzahlen muss. Aber das ist nicht per se ungerecht, denn es ist ja auch meine Generation, die massiv davon profitieren wird. Die profitieren wird, wenn es weiterhin Unternehmen gibt, die Auszubildende und Beschäftigte einstellen, wenn es einen attraktiven und verlässlichen ÖPNV gibt, wenn es gut ausgestattete Schulen und Kitas gibt, wenn es Investitionen gibt in Digitalisierung, in den Erhalt unserer Natur, in erneuerbare Energien und Klimaschutz. Wir dürfen dieser Krise nicht hinterher sparen, meine Damen und Herren. Und dieser Satz, wir dürfen der Krise nicht hinterher sparen, der ist eben kein Freifahrtsschein für unendliches Schuldenmachen. Und er hebelt auch nicht die Schuldenbremse aus.
Vielmehr muss er Garant dafür sein, dass die Schulden, die alle staatlichen Ebenen gerade aufnehmen, dass die nicht nur die Auswirkungen der Pandemie abmildern, sondern eben auch in die Zukunft investiert werden. Als junger Mensch bin ich nicht bereit, maßlose Schuldenberge abzuzahlen, die für irgendein Prestigeprojekt ausgegeben werden. Ich bin aber sehr, sehr gerne bereit, meine Damen und Herren, Schulden abzuzahlen, die in einer Krisensituation wie dieser in die Zukunft investiert werden. Herzlichen Dank. Danke, Herr Martin. Für die Fraktion der Linken hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will schwerpunktmäßig zum Gesetz reden, aber möchte mit Blick auf die doch markige Vorrede des Kollegen Martins von den Grünen doch einen folgenden Vorschlag ihm unterbreiten wollen. Mit Blick auf die Argumentation, die er hier gerade gebracht hat, nämlich dass es wichtig ist, in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, um auch für kommende Generationen eine gute ausgebaute Infrastruktur zu haben. Ich würde ihm empfehlen, die Haushaltsdebatten der letzten 10 Jahre hier im Hessischen Landtag nachzulesen, wo insbesondere von der Fraktion der Grünen immer argumentiert wurde, man dürfe keine Schulden machen, die man dann kommenden Generationen hinterlassen solle. Ich nehme zur Kenntnis, dass sich dort eine inhaltliche Neupositionierung angedeutet hat, dass man jetzt bereit ist, in der Krise auch Milliarden aufzunehmen. Sie scheinen ja lernfähig zu sein. Vielleicht können Sie ja in Ihrer Fraktion auch noch dafür werben, dass Sie Ihre Haltung zur Schuldenbremse überdenken. De facto haben Sie sie ja schon überwunden. Jetzt machen Sie es doch auch konkret in der Tat und stimmen unserem Gesetzentwurf zu. Aber jetzt zu dem eigentlichen Gesetzentwurf. Sie haben ja hier lang und breit über alles Mögliche gesprochen. Der eigentliche Gesetzentwurf, der den sperrigen Titel tatsächlich trägt, Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes. Dieser vorliegende Entwurf, der ja von der Landesregierung oder von den Fraktionen CDU und Bündnis 90 die Grünen kommt, der ist ja nichts anderes als der Ausdruck der Einigung der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und es ist auch völlig richtig, dass sich die kommunalen Spitzenverbände in dieser dramatischen ökonomischen Situation insbesondere eine Verstetigung des KFA gewünscht haben. Sie haben sich auch deswegen das gewünscht, weil die Kommunen, anders als das Land, das war auch ganz richtig, dass der Kollege Weiß darauf hingewiesen hat, nicht die rechtlichen Möglichkeiten hat, ihre Finanzsituation mit Hilfen von Krediten dauerhaft zu stabilisieren. Sie haben in der Anhörung deutlich gemacht, dass sie das auch gar nicht unbedingt wollen, dass das der zentrale Hebel ist, aber Sie haben schon darauf hingewiesen, dass Sie da andere eben nicht die Möglichkeiten haben, die das Land hat. Und deswegen ist es auch ganz richtig, dass das Land hier tätig wird. Das ist von uns auch grundsätzlich zu unterstützen oder zu begrüßen. Aber wenn man sich anschaut, welche Funktion der KFA haben sollte, dann ist diese Regelung und diese Justierung mit auch zugegebenermaßen großen Beiträgen ja letztlich auch ein Eingeständnis darin, dass der kommunale Finanzausgleich so einer Krise nicht so richtig gewappnet ist. Denn die Mittel, die aus dem Sondervermögen kommen und auch aus dem Landeshaushalt, die werden ja auch deswegen verteilt an die Kommunen, weil der KFA sonst eine verfassungsgemäße Ausstattung nicht mehr sicherstellen würde. Das System des KFA, was ja auch ein Resultat des Alsfelder Urteils ist, ist in der Krise nicht robust genug, und eine erhebliche Korrektur ist notwendig, damit die Kommunen am Ende nicht im Regen stehen. Die Änderung des KFA, die uns heute hier vorliegt und an der, ich sage mal, im Grundsatz es ja auch wenig Kritik gibt, ist erstmal der Versuch, ein Finanzausgleichsgesetz, was der Krise nicht gewappnet ist, zu reparieren und dafür zu sorgen, dass die Finanzierung der Kommunen verfassungsgemäß bleibt. Und jetzt gucken wir uns das noch einmal genauer an. Das ist ja mit markigen Worten gesagt worden, aber die Mittel im KFA in den nächsten Jahren werden die um knapp 5% gegenüber der aktuellen Rechtslage aufgestockt. Das ist schön, aber es ist auch nicht der ganz große Wurf, wie es uns hier die Vertreter der Koalitionsfraktionen sagen wollen. Und im Übrigen ist es ja dann auch finanzielle Mittel, mit denen die Kommunen ja eigentlich auch geplant hatten für die nächsten Jahre. Auch das gehört ja dazu. Und wenn sie die nicht jetzt bekämen, dann hätten die ein ganz, ganz großes Problem.
Und die Kommunen haben im Übrigen auch deutlich gemacht bei den Haushaltsberatungen, wo ihnen der Schuh überall drückt, wo all die Probleme liegen. Kinderbetreuung war da ein Thema. Da wünschen sie sich mehr Unterstützung vom Land. Krankenhaus, über Krankenhausinvestitionen haben wir gesprochen. Über Unterstützung im Schulbereich, wo einiges liegen geblieben ist. Denken Sie an die Diskussion, die wir über den Sanierungsstau hier im Schulbereich führen. Die Frage digitale Lernmittel und vieles mehr. Ja, da haben uns die Kommunen in der Anhörung neben der grundsätzlichen Begrüßung einer Verstetigung des KFA eine Menge Aufgaben an das Land gestellt, wo sie finanzielle Unterstützung brauchen. Also wenn der KFA jetzt stabilisiert wird, dann wird damit der Absturz der Kommunen verhindert. Es wird aber noch lange nicht dafür gesorgt, dass die Kommunen auch dauerhaft die Mittel haben, um ihre Arbeit vor Ort zu erledigen können, ein gutes Gemeinwesen zu organisieren. Und da müssen wir sie besser unterstützen. Wenn die Landesregierung, ja, ich finde, das ist ein Applaus wert, weil das eine andauernde Aufgabe ist, auch zu später Stunde. Und ich weiß, das sind ja auch immer mal sperrige Themen, aber nichtsdestotrotz, die Finanzierung unserer Kommunen ist eine wichtige Aufgabe. Also es gibt keinen Grund, sich selber zu feiern und zu sagen, jetzt geben wir ganz viel Geld und das ist alles prima. Es ist eine Notvereinbarung. Sie ist im Prinzip richtig, um die Finanzlage der Kommunen nicht weiter zu verschärfen. Aber sie löst die grundsätzlichen Probleme nicht. Und am Ende ist es ja auch interessant, was dann passiert, Kollege Wagner. Weil Ihr Kollege Martin hat sich hier mit Kraft sprotzenden Worten hingestellt und hat gesagt, was Sie auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass dann in der Krise gekürzt wird und dass die Kommunen kürzen müssen und so weiter und so fort. Ja, dann schauen wir mal, was in den nächsten Jahren passiert ist. Und schauen wir mal, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Nämlich immer dann, wenn das Geld klamm war, hat man die Kommunen in eine Spar- und Kürzungsrunde nach der anderen gezwungen. Und es waren die Daumenschrauben, die von der Kommunalaufsicht immer und immer wieder angezogen wurde. Und wenn jetzt Sie mit Ihrer Tilgung für das Sondervermögen beginnen und wenn sich die Einnahmesituation nicht so darstellt, dann wollen wir nicht einmal schauen, ob nicht auch diese Landesregierung die Kommunen wieder zum Kürzen zwingt. Und da werden wir von der Opposition gegen zu Felde ziehen. Die Spielräume, die die Landesregierung hat mit dem Sondervermögen, die haben die Kommunen nicht. Die Neuregelung des KFA in der Krise zeigt, dass diese Neuregelung einer Krise am Ende nicht gewappnet ist, dieser Krise nicht aushält. Und dass die Kommunen eben, und das ist noch eine andere Seite, über die großen Ausmaß der Gewerbesteuerfinanzierung eben extrem konjunkturabhängig sind und man dann tatsächlich auch noch einmal über eine andere Finanzierung der Kommunen nachdenken sollte. Herr Schalauske, für die Seite haben Sie aber keine Zeit mehr. Nein, dann will ich jetzt diese Überlegungen auch hier nicht weiter ausführen. Aber was wir brauchen, das ist eine krisenfeste Ausgestaltung des KFA, und die ist noch immer zu erledigen. Danke, Herr Schalauske. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort. Ja, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich kann es wirklich sehr kurz machen. Ich bin erst einmal beiden Kollegen, Herrn Martin und Reul, dankbar für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Und ich weiß gar nicht, wie man kritisieren kann, dass das auch nach 22 Uhr in engagierter Form stattfindet. Also danke für die Redebeiträge. Dass die Opposition aufgrund schon ihrer Grundaufstellung nicht applaudieren kann, das, glaube ich, versteht auch die Regierungsseite. Aber dass man so verklausuliert am Ende dann doch zu dem Ergebnis kommt, dass das eigentlich alles in Ordnung ist, finde ich bemerkenswert. Kollege Hahn hat sich so überschwänglich bei den Kommunen bedankt, die ja diesen Betrag angenommen haben, dafür, dass sie ihn angenommen haben, dass es mir schon teilweise ein bisschen skurril vorkam, Herr Kollege Hahn. Aber das ist Ihre Art, zum Ausdruck zu bringen, dass Sie es unterm Strich alles in Ordnung und richtig finden.
Korrigieren möchte ich allerdings schon auch noch einmal bei der Gelegenheit, der hier immer wieder gleiche Versuch der Opposition, die Kommunalfinanzen so zu besprechen, wie sie das tun. Eben ist von Herrn Schalauske erklärt worden, nicht auskömmlich, und es ist gekürzt worden und Geld weggenommen worden. Also wenn Sie sich mal den Verlauf des KFA anschauen, von 2010 bis 2020 hat er sich glatt verdoppelt, von unter 3 Milliarden auf exakt 6 Milliarden Euro in 2020. Ich will es ja nur noch einmal festgehalten haben. Ich glaube, wir haben hier oft genug darüber gesprochen, dass wir bundesweit Beachtung gefunden haben bei dem Thema der Hessenkasse. Was die Liquidität bzw. die Kassenkredite anbelangt, hat es nirgendwo in Deutschland eine solche Unterstützung des Landes für die Kommunen gegeben. Und den Schutzschirm nenne ich gleich in einem Atemzug mit dazu. Und ich glaube, es gehört auch noch zur Wahrheit hinzu, dass wir am Ende in dem Ergebnis waren, dass nahezu 100% der Kommunen ausgeglichene Haushalte hatten nach all diesen Maßnahmen im Jahr 2019 und in den Aufstellungen des Jahres 2020. Wir am Ende des Jahres 2019 eine Liquidität von 4 Milliarden Euro bei den Kommunen hatten. Also wer mit Blick auf diese Zahlen davon spricht, dass das alles desolat ist, der macht von Berufswegen Opposition, aber er blendet die Wirklichkeit und Realität völlig aus. Und deswegen noch einmal herzlichen Dank für die Eingrebung des Gesetzes und auch der Darlegung der Inhalte des Gesetzes. Das war nämlich notwendig, weil gar nicht alle wissen, dass so viel in diesem Gesetz aufgeführt ist. Also danke dafür. Gute Beratungen im Haushaltsausschuss. Schönen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Haushaltsausschuss.